Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen. Diese Ausstellung steht insgesamt unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten Armin Laschet, weil wir eben zusammen diese Tournee durch Nordrhein-Westfalen an 20 Standorten entwickelt haben. Und meine erste Frage sozusagen an Sie als Vertreterin des Landes, aber auch persönlich. Bei den Gedenkfeierlichkeiten letzte Woche in Yad Vashem war am Schluss der Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Aussage von ihm, dass er Yad Vashem und der Welt gerne erzählt hätte, dass die Deutschen sozusagen gelernt haben und dass Hass, Antisemitismus, Intoleranz kein Phänomen in Deutschland gewesen sei und auch aktuell nicht sei. Er sagte, das kann ich Ihnen heute hier nicht erzählen. Es war immer Teil nach 1945 und die Probleme werden größer. Das sind eben zu terroristischen Situationen, wie in Halle schon angesprochen. Zeitgleich wurde eine repräsentative Umfrage eröffnet. Knapp 40%, 38% der Deutschen sagen in dieser Aussage, jetzt ist aber auch mal Schluss mit der Holocaust-Erinnerung, es reicht. Ich habe meine Frage, als Sie das Amt der Antisemitismusbeauftragten begonnen haben, hatten Sie mit einer solchen Entwicklung gerechnet? Konnte man sich das vorstellen, dass ich finde, dass es schon eine dramatische Entwicklung in den letzten Jahren ist? Was sind für Sie die Gründe, immerhin in einem Land, von wo es der Holocaust gestartet ist, wir für den Holocaust die Verantwortung tragen, wir würden eine sehr dichte Gedenkstättenlandschaft haben. Wie ist das möglich? Ja, als ich vor einem Jahr in das Amt berufen wurde, da waren wir ja schon die Situation mit Blick auf antisemitische Pöbeleien, Übergriffe, Gewaltanwendungen da. Sie erleben wir leider nicht nur im letzten Jahr mit dem Anschlag auf die Synagoge in Halle, sondern auch schon davor, 2018, 2017, Übergriffe in Berlin, an vielen anderen Orten, auch in Nordrhein-Westfalen. Und Zahlen sind nicht so beeindruckend wie das, was Menschen sagen, aber es nehmen eben die Straftaten, dem Antisemitismus zugeordnet werden, deutlich zu seit einigen Jahren. Das ist nur ein Gradmesser. Ja, ich habe mir vor mehreren Jahren, auch in meiner letzten Legislaturperiode als Justizministerin, nicht vorstellen können, dass wir doch diesen um sich greifenden Judenhass, die Judenfeindschaft haben. Und eines ist mir so bewusst geworden. Erinnern, aus Geschichte lernen, ist wichtig, aber reicht überhaupt nicht. Es reicht leider nicht, dass wir hervorragende Erinnerungsstätten haben, sondern entscheidend ist, das, was heute hier auch schon, finde ich, so als Botschaft doch durch alle Beiträge zu vernehmen war. Es ist entscheidend, dass wir das Bewusstsein in unserer Gesellschaft dafür stärken, dass dieser Antisemitismus, diese Ausgrenzung der Juden aus unserer Gesellschaft uns alle angeht, dass wir gefordert sind. Es geht wirklich darum, dass es Angriffe auf die Werte unseres Zusammenlebens sind. Artikel 1 des Grundgesetzes heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar und da wird nicht differenziert. Die Würde eines jeden Menschen, und ich glaube, das zu leben und ganz viele Gelegenheiten zu schaffen, sichtbar zu machen, was auch jeder dazu beitragen kann, und dem dient ja auch die heutige Ausstellung, als ein wirklich hervorragendes Beispiel, ist unverzichtbar. Und als Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen versuche ich auch andere Formen von Ausstellungen, von Filmen, die in Schulen gezeigt werden können, in anderen Kontexten, auch zeigen, wie Menschen sich einbringen, wie man Menschen motivieren kann, dass es möglichst in vielen, vielen Teilen der Bevölkerung auch ja, wahrgenommen wird. Und wichtig ist, dass gerade junge Menschen sich eben befassen auch mit dem, was in ihrer Region, vor Ort, lokal passiert ist. Das macht ganz anders sichtbar, was
was eben Antisemitismus bedeutet, wohin er führen kann, als man vielleicht wunderbar auch in Geschichtsbüchern lesen kann. Wieder ein Plädoyer, wirklich aus den Schulen rauszugehen, aus den Gedenkstätten rauszugehen, das sozusagen in der Mitte der Gesellschaft lebendig zu halten. Nicht an Stadt, ne? Das gehört ja alles zusammen. Natürlich muss man in Erinnerungsstätten gehen, aber es gehört das andere, das Verarbeiten, Bearbeiten, das sich selbst damit beschäftigen, entscheidend dazu, also nicht nur hören, sehen, lesen, sondern dann auch sehen, wie kann ich Menschen ansprechen, sich auch hier verantwortlich zu fühlen. Herr Leber, als Oberbürgermeister, wie steht es um diese lebendige, vitale Erinnerungskultur in Münster? Wo stehen wir im Vergleich vielleicht auch zu anderen Städten? Was läuft gut, was läuft weniger gut? Also ich neige nicht dazu, jetzt irgendwelche Lobeshymnen an dieser Stelle auf die Stadt zu sprechen. Ich verweise auf ein paar Punkte. Es war für uns ein Riesenglück, dass wir mit der Villa Tenhompel, aber auch der engen Kooperation mit der Universität eine Institution haben, die weit über die Bedeutung dieser Stadt hinausgeht, die sich natürlich auch mit den Nachbarn Sarah Blumfeld befasst hat, die Sie auch gerade beschrieben haben, die in der Kooperation mit dem Washington Memorial Holocaust Museum, aber auch mit Yad Vashem eine Triangelbeziehung hat, die ziemlich einzigartig ist, aber es eben auch geschafft hat, sich Themen zuzuwenden, die natürlich einen lokalen Bezug haben. Damals gab es die Wehrmacht-Ausstellung, da wurde der Mythos abgeräumt, die Wehrmacht, das waren alles liebe Soldaten. Das war eben nicht der Fall. Dann kam die Polizei an. Da hieß es auch, naja, SS war das eine, sie haben darauf hingewiesen, und die Polizei war was anderes. Nein, auch in der Polizei und auch in anderen Institutionen konnte man eben erleben, dass es neben den unmittelbaren Angriffen zumindest auch die passiven Angriffe gab, nämlich sich nicht einzumischen. Und dann, das war eben auch spannend für unsere Verwaltung, ich habe vor einigen Jahren Auftrag gegeben, ein Projekt, mit dem wir die Geschichte der Verwaltung in der NS-Zeit geschrieben haben. Und ich weiß, dass Dr. Jung, der auch mit dem Verwaltungsrat von der Sparkasse sitzt, den Vorschlag gemacht hat, das gleiche für die Sparkasse zu machen. Beide Werke liegen vor. Und ich finde, wenn man das liest, ich war zumindest erschrocken über diese scheinbare Normalität des Lebens am Anfang, die dann aber an ganz kleinen Punkt, scheinbar kleinen Punkten, sich auf einmal systematisch verändert hat. Und das ist einer der Punkte, die mir heute richtig Sorgen bereiten. Weil ich habe immer gedacht, so antisemitische Äußerungen würden wir überhaupt nicht mehr erleben in Deutschland oder nur noch partiell. Aber jetzt erlebe ich übrigens auch bei Parteien, die noch nicht verboten wurden, dass solche Äußerungen teilweise indirekt oder direkt gefällt werden. Und bei den Prozessen, die in dieser Ausstellung nochmal sichtbar wird, kann man erkennen, wie schnell das wieder ein großer Schneeball werden kann. Nichts ist unmöglich. Und das ist der Grund, aufzustehen, wach zu sein, eine Kultur der anständigen Aufmerksamkeit zu finden. Deshalb bin ich auch Schülerinnen und Schülern so dankbar, die es auch am letzten Montag auf dem Innenhof des Rathauses gemacht haben. Diese Aufmerksamkeit zu finden. Frau Feller, wir haben gerade im Vorgespräch bei dem Büro schon eine Broschüre kurz gestreift, die die Bezirksregierung auf den Weg in die Schulen gebracht hat, im Sinne auch einer Null-Toleranz-Politik. Wir hatten dazu eine Pressekonferenz und eine Rückmeldung aus der jüdischen Gemeinde war, dass es bei einer Person, die auch im Privat als Telefonbuch steht, auf einmal sehr gehäuft Anrufe gab. Unterstützende, aber auch viele im Sinne der 38%, jetzt reicht es, jetzt hör auf. Das heißt, wir haben Reaktionen, die wir uns erwünschen, aber auch Reaktionen, wo wir sagen, na, wäre das jetzt wirklich vor ein paar Jahren so möglich gewesen, dass so direkt gesagt wird, ich mag das nicht, was ihr in der Erinnerungsarbeit macht. Was ist Ihr Impuls gewesen, nochmal so offensiv gegen dieses Thema, speziell auch in den Schulen mit dem Ratgeber und mit der Broschüre in die Offensive zu gehen? Wir sind ja als Bezirksregierung auch zuständig für Schule, für Schulaufsicht, auch für die Lerninhalte. Frau Blumfeld hat es gerade schon gesagt und man kann es nur unterstreichen. Wir alle sind gefordert, aber gerade müssen wir die jungen Menschen, die Schülerinnen und Schüler dafür gewinnen, sie überzeugen und ihnen beibringen, wohin Antisemitismus führt. Und in den Gesprächen, es gibt auch Vorfälle bei uns in den Schulen und in Bezirksregierungen, wo leicht Worte gesagt werden, die man meint, naja, das ist nur so dahergesagt, wie die dumme Judensau, das gibt es. Aber das sind für uns erste Anzeichen, wo man deutlich zu Farbe kommen muss und wo ich immer deutlich sage, wir dulden an unseren Schulen keinen Antisemitismus, egal in jeglicher Form.
schriftlicher Form, wir dulden ihn nicht. Und als im Herbst letzten Jahres ein so ähnlicher Vorfall an einer Schule bei uns im Regierungsbezirk war, haben wir uns mit den jüdischen Gemeinden im Regierungsbezirk zusammengesetzt, hier in Münster, in Gelsenkirchen, in Benkhausen, und haben gesagt, was können wir machen? Und ich finde es immer auch ganz wichtig, es gemeinsam zu machen mit den jüdischen Gemeinden, denn die wissen am besten, was man machen kann. Und so kam die Idee, eine Handreichung für Lehrer und Lehrer zu erstellen, um sie überhaupt, um ihnen überhaupt was an die Hand zu geben, wie gehen sie damit um? Und bei der Erarbeitung, der gemeinsamen Erarbeitung dieser Handreichung ist nochmal sehr schön deutlich geworden, wir sehen gerade hier einige, die die Führung machen in den jüdischen Synagogen, was die dort tagtäglich erleben, was für mich auch neu war, nämlich, dass es Kinder gibt, die von den Eltern dazu angehalten werden, nicht in die Synagoge zu gehen. Und dass es Lehrerinnen und Lehrer gibt, die nicht wissen, wie sie damit umzugehen haben. Und ich weiß auch, die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Gelsenkirchen hat erzählt, ich habe vorher im Vorfeld die Lehrerin gefragt, gibt es an ihrer Schule Antisemitismus? Nein, niemals, niemals. Und dann war die Führung und schon kam es, wurde es deutlich, dass entsprechende Äußerungen von den Schülern und Schülern getroffen worden sind und die Lehrerin ganz erstaunt guckte. So, das heißt, es ist nie zu viel an Arbeit, die wir rein investieren müssen, dass wir Antisemitismus verhindern. Und diese Handreichung ist auch nur ein Baustein von vielen. Er soll aufmerksam machen, er soll eine erste Hilfestellung für Lehrer und Lehrer sein, die zeigen, dass sie damit nicht allein sind. Aber wir müssen alle wachsam sein und es ist besonders wichtig, das an Schulen und Schulen zu unterrichten, zu sensibilisieren, in dem Sinne, wie Frau Leutinger-Schwerer wäre, es auch gerade nochmal gesagt hat. Wir haben vor Leutinger Schnarrenberger letzten Herbst eine größere internationale Tagung auch wieder zusammen mit den Kollegen aus Washington und Yad Vashem zu NS-Täterforschung, aber auch Vermittlungsstrategien und Haltung heute dazu gehabt. Und in der Schlussrunde hatten wir unter anderem Dervis Hitzfatschi aus Berlin da, der sagte, naja, ich guck mal so ins Publikum, hätte ich mir ein bisschen gemischter gewünscht. Hier sitzen ja also sozusagen die Profis und die Wohlmeinenden. So könnte man es heute vielleicht auch sagen. Es kommen die, die sich dafür einsetzen, die wir mit dem, was wir heute sagen, vielleicht gar nicht mehr überzeugen müssen, sondern sind sozusagen alle Kämpfer in der gleichen Sache. Was könnten Methoden, was könnten Programme sein, dass wir an die nochmal stärker rankommen und sie durch Bildung, durch Wissen, durch Reflexion überzeugen, dass das, was sie antisemitisch, rassistisch, menschenfeindlich vielleicht auch nur daherreden, aber vielleicht auch es tief in ihr Bewusstsein eingedrungen ist. Wie erreichen wir die? Ja, natürlich ist schon deshalb ja auch von Ihnen besonders erwähnt worden, Schule ist ganz entscheidend. Wir kommen ja nicht in jedes Elternhaus. Auch da muss man versuchen, Informationen zu haben, die dann auch mit Bereitschaft der Eltern benutzt werden. Aber Schule, und ich finde auch so früh wie möglich, nicht erst in den Klassen 9., 10., 11., sondern so früh wie möglich in entsprechender pädagogischer Weise, eben sich zu beschäftigen. Und zwar, ich bin wirklich nach meinen Erfahrungen in den letzten Monaten, auch mit Besuchen an vielen Schulen, doch davon beeindruckt, wie sehr sich Schülerinnen und Schüler gerade auch interessieren für das, was in ihrer Stadt war. Also zum Beispiel nachvollziehen, was war denn am 8. November 1938 da in Herne, in der Nachbarschaft oder in Düsseldorf oder in Münster oder woanders. Sie arbeiten das auf. Stolpersteine, das sind Namen. Wir haben es gehört, wie wichtig auch das ist. Aber dann sichtbar zu machen, das sind nicht nur Namen, das sind Personen, die haben sich nie vorstellen können. Die lebten nämlich in einer Gesellschaft mit Freunden zusammen, also sie waren Nachbarn und mit einmal waren sie ausgegrenzt. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun und dazu auch anzuregen. Und es kann gar nicht, Sie haben es gesagt, genug davon geben. Was aber mir auch wirklich wichtig ist, ist, dass es systematisch Bausteine in der Aus-, Fort- und Weiterbildung gibt über Antisemitismus, auch die sich verändernden Formen. Es kommt heute ein israelbezogener Antisemitismus dazu. Wir haben den alten Antisemitismus, wir haben sekundären Antisemitismus. Also
nach dem Motto, ihr Opfer, ja, ihr seid ja selbst schuld, wenn es heute Antisemitismus gibt, ihr benutzt ja quasi den Holocaust. Also so ganz unterschiedliche Dinge, die man sich normal gar nicht vorstellen kann. Und deshalb ist so wichtig, dass das fest verankert ist. In Aus-, Fort- und Weiterbildung einmal für Lehrerinnen und Lehrer, genauso wie für Polizeibeamte, egal welcher Laufbahn, genauso auch in der Justiz. Und es ist noch nicht systematisch wirklich so fest verankert. Es gibt unglaublich viele, die sich engagieren. Auch Ihre Handreichung ist hervorragend. Sie haben sich darum gekümmert. Das brauchen wir natürlich überall. Und das, glaube ich, muss einfach so ein fester Bestandteil sein, dass man nicht darüber nachdenken muss, sind denn jetzt hier die Verschwörungstheorien gegen Juden, Weltherrschaft, alles Mögliche mehr, sondern dass das einfach ein selbstverständliches Befassen und damit auch ein größeres Vermitteln von Kenntnissen und von Wahrnehmungen ist. Was Sie gerade noch gesagt haben, ein sozusagen emotionales, menschliches Verhältnis herstellen. Ja, das ist Erinnerung, da kreist ja manchmal ein bisschen zu sehr um uns selbst, muss man leider sagen. Sonst geht darum, die Verbindung zu diesen Menschen herzustellen, zu sehen, sie waren nicht anders. Wir haben gemeinsame Hobbys, gemeinsame Interessen. Wir hatten am Mittwoch einen Vortrag, wie wurde Auschwitz zum Symbol des Holocaust. Und Frau Hansen, die Referentin, sagt, frag doch lieber mal nach, was war denn deren Lieblingsgericht, was ist unser Lieblingsgericht, wo sind wir haben gesagt, wir machen gar nicht so einen starren Fragekatalog und deshalb durchbreche ich das auch gleich mal, um zu sehen, Markus Lehme hat seinen Füllfederhalter gezückt und hat schon ganz viele Sachen aufgeschrieben. Und deshalb sozusagen die beiden Schlussfragen an Sie, Herr Lehme, und an Sie, Frau Feller, aufgrund der Begrüßungsworte von Sarah Bloomfield, dem Gespräch, in unserem Interview hier. Was sind Dinge, die Ihnen jetzt so durch den Kopf gegangen sind, dass es 1, 2, 3, 4, 5 Spiegel sind, von denen wir jetzt vielleicht den wichtigsten hören? Also das Wichtigste ist natürlich, wir haben hier eine wunderbare freundschaftliche Beziehung zu unserer jüdischen Gemeinde. Ich freue mich immer, ich mache einen Tag und schaffe auch her, dass Sie hier sind. Aufpassen, dass wir keine Opferdiskussion führen. Wir sind gemeinsam, wir sind wirklich, und wir haben ein Recht darauf, genau wie alle, auch unbeschwert leben zu können. Das ist das, wofür wir uns einsetzen müssen. Das, was in Halle passiert ist, hat ja nicht nur die Menschen in Halle getroffen, das hat euch alle getroffen. Und da stehen wir in der Verantwortung, sowas nie wieder zulassen zu dürfen. Und massiv im Kleinen darauf zu achten, dass wir sowas nicht wiederholen. Und ich muss an der Stelle auch nochmal sagen, wir haben eine ganze Reihe auch an Präventionsarbeiten, indem wir junge Menschen oder überhaupt Menschen, die antisemitisch oder diskriminierend auftreten, auch in entsprechenden Beratungsstellen aufbauen. Da gibt es unterschiedliche Formate, die sind aber häufig auch auf einer Projektierebene installiert und haben sich nicht verstetigt. Das muss eine Staatsaufgabe sein. Das gehört auch mit zur wehrhaften Demokratie, solche Formate dauerhaft zu einem Staatsauftrag werden zu lassen. Und damit ist der letzte Gedanke da, es ist nicht teuer. Das kostet Geld, es ist aber nicht teuer. Jedem Schüler, jeder Schülerin in Deutschland eine Reise Auschwitz oder Maidanek zu ermöglichen, damit man es wirklich mit direktem Auge sieht und wahrnimmt, was das ist, wenn die Schuhe da liegen, die Haare, die abgeschnitten wurden, die Gewisse, die da liegen, wenn man die Schornsteine sieht. Und mir ging es so, dass das meine Wahrnehmung davon nochmal massiv verändert. Also, wir haben Mobil, die mobile Beratung wird nochmal angesprochen, seit 10 Jahren hängen die im Projektstatus. Und Lublinia, unsere Partnerstadt, unsere polnische, deshalb da auch nochmal der ganz besonders enge Austausch. Frau Feller, Ihre Schlussgedanken. Ja, also es wird immer noch mal deutlich, was wir auch gesagt haben, wir müssen dranbleiben. Es gibt aber wirklich viele, viele gute, ermutigende Projekte. Das dürfen wir nicht vergessen über all die vergangenen Jahre. Es gibt immer mal bei uns in der Bezirks- und Mittelwertgruppe seit 20 Jahren Erziehung nach Auschwitz, wo wir Lehrer, Fortbildung und wirklich guten Format auch weiterführen. Ich bin ja als Regierungspräsidentin gleichzeitig Bezirksvorsitzende von Volksbund Deutscher Kriegsthema-Fürsorge. Auch dort gibt es gute Projekte, Bildungspartnerschaften mit Schülerinnen und Schülern, mit Schulen, die sich intensiv vor Ort mit der Situation vor Ort in den Ersten und Zweiten Weltkriegen auseinandersetzen. Aber es bleibt dabei. Wir müssen eine
Beziehungsebene zwischen der Generation heute und der Generation morgen und der von gestern herstellen. Betroffenheit muss da sein. Das wird immer schwieriger, je mehr Zeitzeugen wir verlieren, weil sie einfach aufgrund des Alters nicht mehr da sind. Und deswegen glaube ich, sind diese Gedenkfahrten, und ich bin auch sehr dankbar, dass die Landesregierung jetzt auch nochmal angekündigt hat, die Fahrten, die Kosten für die Gedenkfahrten nochmal deutlich zu erhöhen. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir Bilder im Kopf bekommen, das berührt, das macht wach. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal, auch von dieser Ausstellung, die auch damit beiträgt, auch Ausstellungen tragen damit zu bei. Aber ich glaube, wenn man vor Ort in Auschwitz und vielen anderen Orten ist, jetzt zu zeigen, an diesem Tag heute ist von Volksgruppe Kriegsgräber Fürsorge Schülerinnen und Schüler in Riga. Das ist eben der Ort, wo viele Juden hier aus der Region deportiert worden sind, in der Nachbarn, haben vorige Tage noch ein Kommune aufgenommen ins Riga-Komitee. Und die Schülerinnen und Schülerinnen, die von dort wiederkommen, sind tief beeindruckt und das werden sie schnell nicht vergessen für ihr Leben. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Ansatz. Hier, das schließt, finde ich, nochmal schön die Brücke, auch nochmal der europäische Austausch. Wir haben mit dem deutschen niederländischen Schulprojekt gerade sozusagen die Überleitung in unser Gespräch gemacht. Und jetzt nochmal in dieser internationalen Austauschsituation. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Leutheiser-Schnarrenberger, Frau Feller, Herrn Lewe, für das Gespräch und dass wir keine schlechten Statements gemacht haben, sondern lebendig diskutiert haben. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.